is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Ja, was denn? Was? Kann ich vielleicht? Mach mal Tür zu, Roberto, weil wegen Zucht, das wird Zucht, der Feuermelder an, mach auch die Tür zu. Können wir vielleicht warten, bis der alte Mann irgendwie nach unten kommt oder was? Ich bin auf 180, ich hab hier, zeig mal, ich hab hier, fang an zu puzzeln jetzt immer. Ich hab gesagt, ich mache jetzt, dass ich mich beruhige, dass ich immer ein Puzzle mache, 1500er und jetzt hier die Wolken. Zeig doch mal die Wolken, Roberto. Das sind die Wolken, ey. Die Wolken sind ein Arschloch, ey. Hab ich nicht geschafft. Aber ich hab Besuch gehabt, der Kenzer Harald Glöckler war da gewesen. Der hat mir alle Düte zur Aufzeichnung gewünscht. So, ich hab hier... Gehen wir runter, wa? Hör ich euch? Hallo? Ja, ich höre jetzt euch. Hört ihr mich im Studio? Ja. Ruf mal einer, nur einer. Hurra! Hurra! Ja, siehst du, irgendeinen Idioten gibt's immer, ey. So, hurra! Aber ich freue mich, Roberto Schien, ich freue mich auf die Sendung. Wer sind die Gäste heute? Ja, ich freue mich trotzdem. So, ihr mit euren Stress, ey, macht die Tür zu, das ist ZBE, das ist alles hier, ihr kriegt hier oben das Ding hier. So, muss ich lang. Ingrid? Ingrid? Pappe? Wie viele Stufen muss ich laufen? Ist das geil. Und, schaffst du, Roberto? So, tschüss, ich geh hier lang. Ach hier, kick mal, dürfen wir noch nicht verraten. Sammy Deluxe ist heute mit dabei. Hallo. Sammy Deluxe ist mit dabei. Schalalalalala. Hier, guck mal. Alles schwenkt ab. Das alles meine Kinder. Auf Tournee, ey, sag nur. Ganz schön scheiße. Das ist natürlich eine Stolperfalle hier. Kommen wir gleich. Boah, Leute sind gut drauf. Sammy, alles klar? Alles super. Bei dir? Ich sag, was? Bei dir? Ich hab hier die In-Ears, wenn ich höre schlecht. Bitte? Back. Yes, geil, wa? Ich aus Los Angeles, die Dinger. So, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren. Ich bin da. Oh. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, 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 danke Berlin, danke, danke. Ja, danke Ingrid auch, dass du mir jetzt den Gast, den ich gerade getroffen habe, jetzt auf eine Pappe schreibst. Oh, jetzt muss ich ja mal gucken, wer kommt denn wohl jetzt? Kannst du größer schreiben, weil ich es nicht lesen kann? Na, was macht der Mann denn? So, Sammy, ich sag dich an, ja? Ja. Bitte. Wo bist du? Hallo? Ja, bleib da, wo du bist. Ja, okay. Ich sag dich an, ja, wird eine knalle Ansage. Ja, das wäre super. Da sprechen unsere Enkelkinder denn noch drüber, wie ich dich heute ansage. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt ein Hip-Hop-Rap-Rap-Rap-Hipper-Hopper. Ich weiß nicht, irgendwas aus der Flip-Flop-Szene. Ein Dinosaurier, der ist schon so lange mit dabei, also länger als Uli Hoeneß Steuern hinterzieht. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus. Jetzt Musik, jetzt fehlt die Pappe, weil ich jetzt nicht weiß, wer kommt. Sammy Deluxe, ich freue mich. Sammy Deluxe. Ah, kommt da. Hallo. So. Was? Ja, gut, raus. Schön. Ich wurde genötigt. Ja, genau.
Ich wurde gezwungen. So, zeigen wir mal, was wir haben. Hier, wurde abgeklebt. Cool war's. So, Sammy, machst du die Tür zu oder bist du in der U-Bahn geboren? Muss man. Wegen Zug, weißt du, ich krieg Zug. Ja, es tut mir leid. Oh, mach mal, ich krieg Zug echt. Oh, muss ich abbrechen, sonst krieg ich Zugkrieg weg, affig. So, mein Kleiner. Ja. Nun sag doch mal, was bist du jetzt? Du bist ein Hip-Hopper. Ja, ursprünglich ja. Ich habe als Rapper angefangen und mach Musik eigentlich. Rap, Hip-Hop, was ist der Unterschied? Hip-Hop ist die Kultur, Rap ist die Musik. Hip-Hop ist Graffiti, Breakdance, Rap-Musik, DJing, das sind so die vier Grundelemente. Geil, wa? Ist geil. Guck mal, wie. Nee, mach mal nicht auf mich, zeig mal mich nicht, zeig nur ihn. Hier ist der Stargast. Was sollte ich was machen? Nee, du sollst gar nichts machen. Du sollst einfach nur da sitzen. Mir ist es immer lieb, wenn Gäste auch gar nichts machen, weißt du? Das sind hier richtig Blut und Wasserschwitze irgendwie, das sind mir die Liebsten. So, neue Platte am Start, irgendwas? Nö. Du kommst her und machst keine Werbung? Ich hab nichts zu bewerben. Das ist ein Applaus wert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weltsensation. Weltsensation, das ist sympathisch. Eine Weltsensation. Also wirklich, das ist live. Wir sind live aus dem BE. Heute ist der 3. Und hier ist ein Künstler, weil ich sehe nur, die ganzen Pappnasen gehen nur in Talkshows und halten irgendeine Scheiße hoch. So ist es doch, oder? Ja, in der Tat. Und ja, ich habe dich ja kennengelernt. Pranger das an, hier, Kamera 4. Da? In die? Okay, also, ich bin nicht hier, um irgendwas zu bewerben. Und habe mich einfach gefreut. Wir haben uns getroffen bei einem ganz irrelevanten Event. Moment, war das PC gewesen? War ja, nein, nichts Schlimmes. Gut, achso, okay. Dann sag es. Also nicht, dass Sie jetzt denken, mit Nutten oder irgendwas, das war PC vom Feinsten gewesen. Genau, es war nämlich der... Mein neuer Freund, der mich aussprechen lässt, bitte. Genau, es war... Ich würde jetzt sagen, wo wir beide, Lollek und Bollek, aus Berlin uns getroffen haben. Und dann war es, ein richtig schöner Tag auf jeden Fall. Und wir waren beim Nationalen Computerspielpreis. Und Internationaler Computerspielpreis, ja. Genau. Und da habe ich gesagt, hallo, Herr Krömer, es freut mich, Sie kennenzulernen, weil ich bin großer Fan, Sammy Deluxe ist mein Name. Und du hast gesagt, ey, warst du auch schon mal bei uns in der Sendung? Ich habe gesagt, verpiss dich, hier ist die Sonne. Genau. Und ich habe aber weiter gebohrt. Und dann habe ich nachgegoogelt, wer du bist. Und dann habe ich dich angerufen und habe mich entschuldigt. Genau, das war auch eine sehr höfliche Entschuldigung. So geht man nicht um nee. Mit der Jugend. Nee, und jetzt bin ich hier. Du bist ja 30, wa? Genau, und 6 dazu. 36? Ja, genau, bald, ja. Ingrid, denn, ne, einfach mal gucken, Aktualität. Könntest du dir mal vielleicht auf die Pappe schreiben. Wikipedia so, darf man nicht trauen. Du bist 36? Ja, fast 35. Und wie lange bist du im Geschäft schon? Ich hätte jetzt im Juni mein 18. Bühnenjubiläum gehabt, aber hab's nicht gefeiert, weil... Nee, weil du nichts bewirkst. Ich hab nichts zum Promoten. Feiern. Das ist also sympathisch, aber du merkst, das läuft natürlich ins Nichts. Total. Weil das ganze Showbiz ist dann nur aufgebaut, dass ich Leute kriege, wie zum Beispiel dich, und dann wird die Saat aber nur, wenn du die Platte hältst. Genau, dann erzähle ich was über mein neues Projekt und ich habe jetzt gar keins. Und dann ist halt mal so eine bedrückende Situation mit vielen Zuschauern. Ja, findest du, ist doch nette Leute hier voll. Heute da. Aber war? Nur vom Gespräch. Sprechen wir die gleiche Sprache auch? Ja, gut. Dann geht es um dich. Ich weiß nicht, wir arbeiten natürlich viel mit Statisten aus Polen. weil sonst, wir kriegen da die Hütte nicht voll sonst, weißt du? Deswegen ist er der Einzige, der uns versteht. Ja, der Einheizer, den gibt es ja in jeder Show, ne? Ja, der Vorklatscher. Der Wo Vorklatscher. Ist der Vorklatscher? Weiß ich, ich sehe euch nicht da oben, aber... Vorklatscher oder epileptischer Anfall? Du bist auch einer, ja? Klatschst du auch vor? Wann sollst du klatschen? Bitte? So. Also ich mach so. Ja, das ist unheimlich. Ja, kommt ein Cowboy aus dem Milchladen, ist das Pferd weg. Ey, geil! Jetzt hoch denn. Schön, so, wo, Herr Fragen. Zu krass. Zu klar.
Oh, jetzt hab ich oben die Fragen vergessen. Ich habe Fragen. Ja, mach, frag du. Ingrid, kann man das irgendwie machen, diese kleinen Kärtchen, wo dieser ganze Schweinkram draufsteht? Ja, ich laufe auf Batterie. Sag mal, Ingrid, hast du das Ding in den Ohren gehabt oder was? Voll mit Schmalz hier, das Ding. So, willst du was trinken? Gerne. Was? Irgendwas. Wasser. Ich versuche gerade keine Cola zu trinken. Also. Scheiße. Was willst du nicht trinken? Keine Cola, Hauptsache. Dann nimmst du eine Fanta. Ja, das ist. Dann nehme ich die Cola. Das ist alles überhaupt nicht durchdacht hier. Das ist, nichts ist durchdacht. Och, komm. Das war ich nicht. Hier, so, oh. Ah. Weil das war wirklich jetzt keine Absicht. Es war keine Absicht. Ich hab's auf meine Kappe. Man hätte sagen können, das ist jetzt ein fieser Trick, dass du nass wirst, aber ich glaube, dass man es auch sieht, dass ich viel nasser bin. Und meine Sachen sind auch viel teurer. Also von daher, und? Friede. Und du hast mehr Brusthaare als ich auch. Ja, ist geil, wa? Gut. Naja. Ja, für die Leute, die gerade eingeschaltet haben, ich bin gerade zu Wett-T-Shirt. Wett Miss T-Shirt, die will von. Ja, mach doch. Gut, dann haben wir. Das Revier ist markiert. Ja, und die Hände sind klebrig. Du, ich hol dir erstmal eine Fanta. Nee, weil das habe ich jetzt wirklich nicht. Oh. Nein, bitte. Das aus dem Glas, warte. Das war wirklich, der Sammy, das ist wirklich, ich hab viel Scheiße im Kopf, aber das war jetzt nicht so geplant gewesen. So, bitte, komm, ah, ja. Ist jetzt wirklich, ich leide gerade. Meinst du, wie das klebt, ey? Danke für die Fanta. Ja, bitte. Das ist geil, dass wir, das ist gar keine Fanta, ne? Was? Das ist keine Fanta. Nee, weil wir sind ja öffentlich-rechtlich, wir darf ja jetzt keine Fanta hier zeigen oder was. Du musst alle hier, das ist alles abgeklebt. Davon? Das ist wie albern das ist, war es abgeklebt, damit man nicht sieht, dass es, das, wissig ist, man sieht ja nicht. Bitte? Oh, Schlaumeier ist da. Schlaumeier ist da. Ich kann nicht da gleich mal reintreten in das Ding, denn zumachen. Jetzt macht er auch so, jetzt macht er auch so. Nee, ihr sollt dann nicht, wenn ich so mache, klatscht ihr nicht, sondern nur er, weil, weißt du? Schön, toll, Waldorf und Stettler, ey. So, Kuckuck, hier bin ich. Ach so, sorry. Hast du irgendwas, siehst du was, Farm oder was? Ja. Es ist schön, wenn man kurz und weitsichtig gleichzeitig ist wie ich, dann so. Keine Brille trägt, dann ist alles einfach so geil geformt. Du hast aber was eingepfiffen oder so. Nö, ja. Pfeift man sich was ein als Rapper? Was denn? Weiß ich. Hibbeli Hip-Hop. Und ab. Also Hip-Hop ist schon bekannt eigentlich so für Cannabis und Alkoholkonsum eher als jetzt die chemischen Drogen. Das ist dann eher so die... Finde ich sinnvoll, ja. Elektro Find und so. Nicht kein Elektro, sondern... Naturstrom. Genau. Naturstrom. Nee, nur eher. Mensch, ich hab doch keine Vorklatscher. Jetzt denken, ich hab Vorklatscher hier drin. Ich habe hier nur einen Mr. Wichtig, der eben sich selber zum Löffel machen soll, wenn ich so mache. Klatsche jetzt. Toll. Danke, das ist Applaus, der nicht mehr aus den Ohren geht. Ihr verwöhnt mich. Ist da eine Kamera im Kühlschrank, oder? Nee, das war die Show, die wir damals gedreht haben. Da hat Gustav Gründgens noch Regie geführt. Ja. Das war die internationale Show. Das, nee, kannst du hier, geh mal, komm mal her. Komm. Oh Gott, das ist
ist alles so rutschig hier jetzt mittlerweile. Ja, du trägst mal auf meinen Sakko rauf. War das jetzt, das war Dissen, wa? Das ist ein schickes Sakko auch. Ja. Ich habe mal am Klamottenladen gearbeitet. War das Dissen jetzt, wenn du auf meinen Sakko trittst und sagst, du bist eine Cracknutte? Nein. So. Da ist keine Kamera. Nee, sag mal hallo. Hallo. Ja, ist keine Kamera drin, die den aufnimmt. Aber Buletten. Buletten kannst du nehmen. Ist nee. Frisch. Nee, nee. Pferde, Buletten. So, kennst du Wilmersdorfer Straße? Kommst du überhaupt aus Berlin? Nee. Nee, kommst du nee, aus Hamburg? Ja, genau. Das war so halb Hass, halb Gibt's Liebe. Gibt es einen Hass irgendwie gegen Hamburg? Nein, ich glaube nicht, oder? Gab es früher ganz viel, so Berlin, Hass. Köln-Düsseldorf gegen... vielleicht. Ja. Hamburg ist doch gehört doch zu Berlin. Na, jetzt komm, Spandau ist weiter weg, wenn du da... Spandau ist ein Bezirk in Berlin, da hören irgendwann die Gleise auf und dann musst du mit Pferdekutsche fahren. Das dauert, sind 20 Kilometer oder so, aber du bist Tage unterwegs. Deswegen, Hamburg ist da ein Witz dagegen. Das ist echt ein Katzensprung. Nee, ist schön da. Na, das war ja nun nicht die Frage. Also, die Frage war ja, ob du die Wilmersdorfer Straße kennst. Ich glaube, ich bin da bestimmt mal durchgefahren, ja. Da war ich mal unterwegs gewesen in Kapidret. Oh, ist das schön, wenn ich so nass ist. Guck mal, wie das durchgemacht, wa? Mach dich das an, Mäuschen? Mich schon, ey. Ich glaube, wir gucken uns mal die Mats an und ich gehe mal kurz nach hinten. Schäl mir eine Banane. Hab ich das gerade gesagt? Nein. Hab ich das gerade gesagt? Nein. Schäl eine Banane? Bitte? Schäl eine Banane. Schäl eine Banane, ja. Schäl eine Banane, schäler Stoff. Wir gucken uns die Mats an, wo ich in der Wilmersdorfer Straße unterwegs war. Hat irgendjemand Going im Arif? Nee. Hat irgendjemand gesagt, jetzt bitte, der Künstler ist bereit irgendwie, hat einen Kaffee ausgetrunken, ist umgezogen und hat irgendwie gesagt, jetzt zieht das ab oder was? Zeig mal ruhig, hier. Ich zieh mich seit 10 Jahren, zieh ich mich hier auf die Straße aus. Bleib mal stehen, Arif, dann fällst du gleich in eine Baustelle rein. Und das ist jetzt deine Vorstellung davon, dass wir jetzt hier so drehen oder was? Was ist das Thema überhaupt heute? Umfrage. Ja, eine Umfrage. Ihr kommt an, ihr ruft mich an, ich werde nicht abgeholt. Ich bin mit der U-Bahn gekommen. Ach. Verstehst du, ich muss das vorbereiten. Seid ihr bescheuert oder was? Ich habe mir das aufgebaut, ich habe vor 3 Leuten in der Scheinbahn gespielt. Uli Zelle, der wird mit dem Maybach abgeholt, verstehst du? Ich bin seit 10 Jahren mit dabei. Meinst du, ich habe ein Dankeschön bekommen? Weißt du, was ich zum 40. Geburtstag gekriegt habe? Das goldene Adressbuch mit der RB drauf. Ich gehe nicht mehr auf irgendwelche Straßen und mache Umfragen. Ich möchte nicht gefilmt werden. Okay, ja? Machen wir. Wird alles gelöscht. Hier, komm, Franziska, brech ihm die Arme. Wo ist mein Auto? Ich hab keine Orientierung. Könnte kotzen, ey. Sammy, kam gerade die Durchsage, kannst du dich hier auf den Tisch setzen? Wir machen jetzt hier weiter. Ich glaube, der ist zu klein für mich, der Tisch. Nee, das Bett, meine ich. Das Bett? Ja, Berlin ist so arm, wir haben nur Tisch. Ich glaube, ich bleibe hier drüben. Ist das okay, wenn ich hier sitzen bleibe? Bleib da sitzen, okay, ja, ne? Mein Gott. Ich habe hier, Leute, das ist ein Brief, ein echter Brief, den ich hier, ich mache jetzt Fanpost. Weißt du, wenn das abebbt, die sprich, mag ich einfach Fanpost. Ist gut. Weißt du? Und da habe ich hier einen Brief, jetzt vielleicht nicht die Adresse mit einblenden, Roberto, haben wir das? Das ist ein echter Brief, wo mir eine Mutti geschrieben hat. Sehr geehrter Krömer, wir waren gestern mit unseren Kindern Antonia 14 und Viktor 17 aus pädagogischen Gründen in der 18 Uhr Aufzeichnung ihrer Late Night Show. Um ihnen, also den Kindern, einmal vor Augen zu führen und hautnah miterleben zu lassen, was aus einem wird, wenn man nicht auf eine schulische Leistung achtet. Wir, die Eltern, haben uns sehr gefreut, als unsere Kinder nach der Show den Wunsch äußerten, ein Autogramm und so weiter und so fort. Und ich weiß,
weil ich Spione habe, dass diese Leute heute da sind. Also Muttern oder Papa, weiß ich jetzt nicht, von Antonia und Viktor. Sind die heute da? Ja. Nein. Ja. Der Blödmann oder was? Du mit dem Kühlschrank oder was? Nee, bleib unten. Da, Roberto, hau in die Kamera über den Kopf. Nee, dann kommen nur die Kinder. Seid ihr die Kinder? Hallo. Kommt auf die Bühne. Sammy, kannst du, stellt euch mal. Ich kann ja auch noch. Bitteschön. Ihr ja, seid. Viktor. Ihr müsst hier, guck mal, was? Ich hab in der Brille hier das Mikrofon. Da musst du reinsprechen. Ich bin der Viktor. Ich Antonia. Toll, und ihr seid, du bist 14? 15 mittlerweile. Ach so, ja. War letztes Jahr, nicht gestern. Richtig. Hättest du mir helfen können, weil ich stehe jetzt da wie ein Idiot. Ich bin 18. Bitte? Ich bin 18. Ja, und du fässt mich mal nicht an, sonst bist du irgendwie bescheuert. So. Lasst euch doch von Deluxe hoch, das ist Herr Deluxe. Alles gut. Lasst euch von dem ein Autogramm geben hoch. Habt ihr Autogramme bei? Nee. Gut, dann geht da in der Haier da, setzt euch. Wir kümmern uns drum, weil das war jetzt wirklich, jetzt sitzen die da vorne, ist natürlich überhaupt nicht abgesprochen gewesen. So wirkt das jetzt aber. Ihr deckt euch richtig zu, geht richtig in der Haier. Richtig schön zudecken, in der Haier reinlegen, ja, so, seid 14 Jahre alt da. So, deckt euch zu. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei Vera am Mittag. Unser Thema heute, wenn mein Mann mein Bruder ist. Gut, können wir, kann man machen. Gut. Wollt ihr noch irgendwie eine Fanta haben oder was? Da könnt ihr euch Ecstasy reinmischen oder so. Das ist schön Schlaf, wa? Und dann schläft sie schön. Na klar. Mein Mäuschen, wa? Machst du schön Bubu? Wa? Schön. Ja. Und die Mütze und die Socken lassen wir an, wa? Wie immer. Klar. So, Schnauze jetzt. So. Ah, jetzt komm, hier, ja? Pass auf, kennst du? Kennst du? Nicht sagen. Nee. Dramaturgisch aufbauen. Jetzt kommen Leute, da freue ich mich seit Jahren drauf. Was denn? Was denn? Was super? Irgendwas stimmt heute hier nicht, kann das sein? Was schreist du denn super rein? Bitte? Wie, mach weiter. Mach weiter. Was hast du denn für eine Haltung? Der dicke Tanzbär soll weitermachen, oder was? Du brüllst hier rein, bringst alle durcheinander. Weiter. Jetzt kommen nämlich Freunde. Das sind, ich habe alle Staffeln gesehen von denen. Das sind, ich liebe diese Leute. Ich freue mich, dass sie da sind. Ich habe lange noch gebettelt. Heute sind sie da. Die Chippendales unter den Schrotthändlern, meine sehr verehrten Damen und Herren, bloß in schön und intelligent. Hier sind die Ludolfs. Hallo. Hallo. Grüß dich. Komm rein. Hallo. Was ist das schön? Hallo. Nehmt Platz, die Ludolfs. Ja. Oh, hallo. Ein Kleiner hier. Ja, ich bin nass geworden. Ich bin auch noch Freund. Ja. Ah, ja, was so cool. Gibt's ja was zu futtern. Ich bleib hier. Was hast du denn hier? Man hast du ja alles feucht gemacht. Mann, was hast du denn hier gemacht? Nee, du bist ein Zwerge. Gibt's genauso wie wir, oder warst du das? Hat da was zu kriegen? Ich komm gar nicht zu Wort. Ich komm gar nicht zu Wort gerade. Nee, ich komm gar nicht zu Wort. Du rauchst hier noch bei den Lassen. Zwei Moment bitte. Ich komme nicht zu Wort gerade. Ich möchte, dass ihr könnt. Wenn du. Komm, ich hab. Wenn du nicht zu Wort kommst, dann kennst du mich noch nicht. Du kommst nicht zu Wort! Ja! Du darfst doch ab! Ey, hast du denn erst? Ich bin was zum Essen? Was zum Essen? Setz du dich doch erstmal hin, okay? Ja, ja, wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier nicht die Nerven verlieren gerade. Jetzt setzt ihr euch erstmal hin. Jetzt setzt ihr euch erstmal hin. Buletten, ja. Ein Moment. Zack. Ey, beruhigen, was ist das? Ich habe mich nicht beruhigt. Ja, aber schon. Bitte? Setz euch bitte hin, ich krieg einen Nerven zusammen. Ey, nein, ich hab eine Allergie gegen Buletten. Nein. Ey, hier kommt einer. Mein Körper stößt das ab, das Zeug. Ja! Was, ey, oh, kommt hier rein, das ist wie ein Überfall. Ich wollte gerade mit den Tischen kuscheln. Aber unten du hier. Weißt ja ganz genau, mein Senf hab ich bei. Kennt ja, mach, ihr seid ja. Moment mal. Nein, einer nach dem anderen. Hau rein!
eskaliert gerade. Es eskaliert gerade. Das brauche ich aber mal. Ich gibt doch nicht was zum Saufen in den Laden hier. Ey. Was hat der überhaupt hier gemacht? Ich hab mich jetzt verlaufen. Ich finde nicht mehr rein jetzt. Ich hab jetzt da, ich hab mich verlaufen. Ey, die haben noch ein Puzzle-Bändchen. Was haben wir? Schenke ich dir mal den Laden. Eskaliert ja total. Wer verscheißert denn hier die Leute? Ich doch wohl. Wir laden uns hier ein und gibt mir was zu trinken. Was habt ihr dazu? Wo bin ich überhaupt? Ja, wo bleibt das Bier? Nur Cola und Wasser hier. Ja. Manometer, was sagst du dazu? Haben wir den Druck? Wo bin ich denn überhaupt? Roberto, weißt du Bescheid? Gar nichts mehr zum Essen bitte da, oder willst du was haben? Nee, total blöd. So, ja, wo bleibt das was? Bier hier? Kann ich das sehen? Ketchup, willst du auch ein Bier haben? Ach, hier. Ketchup, bitteschön. Moderator, wo bleibst du, um was zum Trinken haben hier? Bleib hier in den Saftladen. Mehr kriegst du auch nicht, du wärst mir sonst zu dick. Aber wisst ihr was, wir haben ein heißes Bett hier. Gibt's ja was zum Kuscheln? Hier, zum Saufen für dich, Uwe. Hier jetzt Bier! Bier! Ja, da kommt. Wo denn? Ja, da kommt Bier. Beweg dich mal hier, hol den Arschruss, ja. Mann, jetzt komm, geht's aber runter. Wir holen das Bier, wir kommen gleich wieder. Wir verlassen euch nicht. Mama mia, will der vier Bier ja, komm trinken. Her, komm rein, ja. So ja, dann ist aus. Aber Ruhe, ja. Ich krieg das Bier und dann ist gut. Hast du gehört, jetzt kriegen wir alle Bier. Es geht rund hier. Der will aber viel Bier trinken. Ja, komm. Ey. Ich bin ja gar nicht, ich wollte auch einen haben. Ich bin nicht mehr Herr der Lage meiner eigenen Sendung. Sie sind hier eine feindliche Übernahme. Ich möchte kein Bier haben, verdammt Scheiße. Ich möchte meine Sendung wieder zurück haben. Wenn du kein Bier haben willst, will ich hier keine Brause haben. Manometer. Das ist auch noch eine Pulle. Ja. Was trägt das ist doch kaputt, jetzt schneide ich mich dann noch hier. Ja. Also mach dich doch mit den Zähnen oder was? Bier und gib keine aus, wa? Hier, mach die Flasche zu. Pilla, lass das Ding da unten, hau ab, du Arsch. So, jetzt haben wir aber auch ein Bier, jetzt geht rund hier. Die denken, du bist. Du weißt ja, Cola macht dick, die trinke ich überhaupt nicht. Du hast abgenommen, kann das sein? Ja, 62 Kilo. 62 Kilo? In 5 Monaten. Braucht ihr was zum Öffnen? Aber an Herrn kann er nicht abnehmen. Ich will nichts zum Öffnen haben, ihr habt das schon. Aber mein Bruder. So, Brüste, ich laufe euch alle mit hier, Brust hier. Du musst keine Angst haben, wir machen hier nicht mehr. Ich hab schon eine halbe Pfanne auf der Hose. Das würde ich nie machen, du weißt ja. War das der Präsident wieder, der das eben gerade leistet? Ich komme wieder zeugt, wa? Ah, meiner scheint auch immer so. Ich habe mir Dampf aufgelaufen. Ist er das wieder? Ich rufe an. Der Präsident ganz hat frisch aufgemacht. Wir haben eine Rollmöpfe. Hallo? Ich habe ja wieder geguckt. Hallo? Wer ist eine Rollmöpfe? Eine Rollmöpfe? Rollmöpfe? Psychiateranleitung? Nee, ich hallo. Hallo, keiner da. Hören wir mal. Guck doch mal her. Ich genieße es. Hallo? Ey, da ist eine ganz heiße Liste dran, wa? Ey, komm mal vorbei, meine Süße hier. Geh mal zum Knutschen hier. Ey, willst du knutschen? Nee, ich will mit dir nicht knutschen. Ja, Moment mal. Wollen wir mal jetzt noch mal langsam. Wollen wir jetzt mal Ruhe jetzt hier? Dann ist der Lage nicht fertig geworden. Dann doch mal schwätzen, du Feigung. Ich habe drei Fragen, dann ist alles dabei. Ja, dann frag doch mal drei Fragen hier. Ich bin am Telefonieren mit dem Maus da hinten. Eine Frage nur. Ja, frag doch mal. Hallo, Süße. Wir gehen raus und klären mit unseren Männern. Komm. Aber ich suche eine heiße Maus zum Knutschen. Dafür kannst du nicht anfangen, noch große Schnauze und nichts dahinter. Doch, wir heute Abend immer kuscheln. Schlümpfe, weißt du, Schlümpfe unter Koks. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich wollte einfach nur eine Frage. Ich habe viel erlebt in meinem Leben schon. Ich hatte viele Leute, auch viele Bekloppte in der Sendung. Ja. Aber dick ist mir nicht vorgekommen. Du bist mein Mann. Hand raus! Komm, lass mal die Leute in Ruhe, wen raus. Roberto, wie geht's dir, Mäuschen? Darf ich dir einen Handkuss geben? Manni, geh ihn alleine, lass die drin, geh ihn alleine raus, komm. Oh, ich werde jetzt kein Händchen. Weißt du, was ich mache? Wir machen das jetzt so. Ich frage euch einzeln. Das ist gut. Ich frage euch einzeln. Ich trenne euch, voneinander. Ja, ich trenne es manchmal gut. Geh ihn raus. So, merkst du, dass das eng ist hier? Merkst du, dass das eng ist? Eng ist ganz gut.
Ja, das ist der blöd, man folgt uns schon, der Uwe. Nee, wo sind wir denn hier? Ich weiß auch nicht. Da muss man auch. Ich komme. Ui. Ja, kriegen wir alles hin. Oh. Ja. Oh, pfeift das Ding. So, wo sind wir jetzt? Wir sind dann zu hoch. Bleib du doch hier. Du bleibst hier stehen. Wir machen, du bleibst hier, bauen das auf. Ja. Ja. Boah. Haben wir einen geilen Volvo. Habt ihr das eigentlich jemals schon gehabt in eurem Leben, dass ihr zu dritt in einer Talkshow wart? Ach, geht ja, mal. Aber einer ist blöd. Ah, hallo. Hallo, Helge. Hallo, Helge. Ey, was alles los, mein Kleiner? Ich höre das in ihr nicht. Scheiße. Hab ich noch Kontakt? Ich habe Kontakt zur Außenwelt. Ah, oh, jetzt ist es angegangen, ey. Scheiße. Runter, rückwärts. Vorsichtig. Gut. Sind die noch am Sprechen? Wir sind immer am Sprechen. Alles fort. Wir folgen dir. Oh, was für ein Auto ist hier? Ein Volvo? Ja, genau. Ihr bleibt mal da. Erklärt dir mal den Volvo. Sollen wir das verlegen? Erklärt dir mal den Volvo. Ich komme dann gleich. Ja, mach mal aber langsam, oh, Kleiner. Oh, da hat einer gekrümelt. So, schieß ab hier. Jetzt, wir gehen hier rein. Ja, rein, Uwe, ab. Komm. Mach ihn an. Fährt der noch? Da hauen wir es an. Das war Uwe, an. Ingrid. Ach, scheiß Ding hier. Rein, Manni. Ja, Mann, lass mich doch mal zufrieden. Hier, guck mal, hier. Mach aus, schließ ab da. Die sollen hier nicht mal reinkommen. Scheiße. Mach an. Oh, weg hier. So, wir kommen nächste Woche wieder. Und? So, und da sind wir vier ganz schön in den Arsch gekniffen, wa? Was war denn das? Da ist ja überhaupt keine Struktur reinzukriegen. Unglaublich. Sammy, komm, wir setzen noch mal an. Wir machen das, schneiden das alles komplett raus. Okay, super. Und, ihr bleibt da sitzen. Das schneiden wir alle raus. Wir machen das per Blue Box, dann sitzt ihr im Bett. Du musst hier leider, ich höre gerade von Ingrid noch mal jetzt die Fanta über im Rock. Ja, ne? Okay. Da hast du ja ein paar Gäste eingeladen, ne? Ach, Helge, alles klar. Bist du, ich habe viel erlebt in meinem Leben, aber das hatte mich jetzt an meine Grenzen gerade gebracht. Haben wir die in Schach irgendwie halten draußen? Dass irgendwas, wir können auch Kanthölzer benutzen, meine Ding. Ein Orkan ist reingeweht. Ja, jetzt kommt davon, wenn man nicht abschließt. Jetzt belästigen die Helge. Helge kommt auch noch, stimmt. Helge, wo ist er? Ja, ehrlich. Komm rein. Helge. Helge. Helge ist fort. Du dort rein. Ja, alleine. Schon eine Woche drauf. Kannst du, dass du alleine kommst? Ja. Ich lenke ab. So, das war ja wunderschön gewesen. Die Ludolfs waren heute da gewesen. Wunderbar. Wir sehen sie gerade, wie sie vom Hof reiten. Schön, dann danke den Volvo. Ihr könnt alles, was da draußen steht, geschenkt haben. Aber geht damit bitte zum Hauptbahnhof und fahrt nach Berlin. Ich hab den kaputt gemacht. Der war noch lose dran. Ja. Gleich kommen Leute, die bewerfen euch mit Geld. Muss schnell gehen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein großartiger Künstler, er ist verkleidet als die Ludolfs. In einer Person. Macht euch keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Wir dürfen nicht die Nerven verlieren. Wir dürfen die Nerven nicht verlieren. Das ist so. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich bin Messmer hier. Sag, wie es ist. Komm nicht an die Rolex ran. Helge! Helge Schneider! Helge Schneider. So. Ist ja eben das Lied. Aber der Uwe kriegt einen Bau. Kannst du bei mir nicht mehr machen? So. Das ist ja Uwe, oder? Ja.
Längfeder bei on the beach. Blauer Himmel, gute Laune. And the beautiful girl auf dem Schoß. Never, never go to work. Lieber Holiday. Die Gitarre um den Hals, schnell gekämmt. Ja, das is the way. Sommer, Sonne, Kaktus. Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune. Ja, das is the Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus. No more come nach Haus. Sommer, Sonne, Kaktus. Ja, ja, der Holiday ist noch nicht aus. Never, never go to work. Lieber planschen und sich anziehen fein. Look the girls on the pool by the tallest sunshine. Sommer, Sommer, Kaktus. Paella in the bow. Blauer Himmel, gute Laune. Ja, 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 das ist hier der Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus. Keine Wolken zu sehen. Sommer, Sonne, Kaktus. Ach, wie ist das schön. Playing in the sand here on by the strand. Tauchen, trinken, essen. Playing in the sand hier an by the strand. In der Hausschlüssel vergessen. Sommer, Sonne, Kaktus. Ach, wie ist das schön. Sommer, Sonne, Kaktus. Ich will nie mehr arbeiten gehen. Kaktus, flame feather bell on the beach. Blauer Himmel, gute Laune. And a beautiful girl auf dem Schoß. Sommer, Sonne, Kaktus. Ach, wie wär das schön. Doch leider hier in Duisburg muss ich ins Hallenbad gehen. Und es ist auch für mich. Was ist das denn? Eine Laus? Scheiße, ich hab Läuse. Sommer, Sonne, Kaktus. La 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 la. Na 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 na. Illusion. Sommer, Sonne, Kaktus. La 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 la. Hier am Badestrand sind sie alle krank. La 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 la. La 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 la. Die Gitarre um den Hals schnell gekämmt. Ja, das ist the way. Sommer, Sonne, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, 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 Kaktus. Kak, 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 Kaktus. Kaktus, kak, 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 Kaktus. Kak, Kaktus, kak, 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 Kaktus. Kaktus, Kaktus, kak, kak, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, 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 Kaktus. Kaktus, kak, 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 Kaktus. Kaktus, Sommer, Sommer. Sommer. Kaktus, Sommer. Sommer. Kaktus, kak, 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 Kaktus. Ha, 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 Hallenbad. Helge Schneider. Nimm Platz, Helge. Helge Schneider, danke schön. Einer der wenigen Künstler in Deutschland, die sich noch trauen, live zu singen. Von der aktuellen Platte. Mensch, jetzt machen wir doch Werbung. Ja, zu ihm. Sommer, 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 Sonne, Kaktus. Das neue. Die neue Platte. Hymne. Helge, du kannst heute wirklich, du kannst machen, was du willst, aber verkleide dich nicht als drei Personen und renn hier immer rum. Okay, ansonsten ist alles. Haben wir irgendwas, Ingrid, die im Schach draußen? Vier. Vier? Sie haben sich vermehrt. Sommer, Sonne, Kaktus, ein Projekt von Helge Schneider und Sammy Lux. Wollen wir es so machen? Dann bist du auch mit dabei. Habe ich irgendwas zu promoten, ja? Das ist super. Ab morgen ist er auf Tour, Helge. Ich habe es hier aufgeschrieben, in Braunschweig und dann in Köln, Hannover und Leipzig. Morgen am 10. August. Ihr seid 17. bitte jetzt leise. 18. 18. August? Ja, heute ist doch der 17. Er ist auf Tour, wir freuen uns. Und kannst du bitte?
Kann ich einen Schluck haben? Nee, was, wieso jetzt? Nur ein Du kannst da nicht herkommen und uns die Fanta leer saufen jetzt hier. Ich bin gerade im Gespräch gewesen. Das? Ach so, Rollmops. Rollmops. Rollmops gekippt. Dankeschön, Kurt. Guten Appetit. Ach so, willst du auch was trinken? Nee, nee, ich hab zu Hause schon... Gut. Ich habe ein Glas Wasser getrunken heute über den Tag. Schön hier. Du, ich hab immer noch mit der Pumpe. Herz? Ja, Herz? Herz. 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 Und Neuigkeiten sonst, Helge, hast du noch was? Ja. Wetter. Ja. Ich hab Hüfte. Nee, hast Herz? Herz? Ich hab Herz. Für alle. Gut, Sammy, du siehst auch ein bisschen verstört aus. Ich bin vollkommen verstört. Ja? Wieso? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Wieso? Was? Diese Ludolfs haben mich komplett aus meinem ganzen Lebenskonzept gebracht. Ja, guck mal. Da steht ein Schild. Da steht ein Schild. Da hält jemand ein Schild hoch. Was Verabschiedung. Steht drauf? Verabschiedung. Ja? Ey, weißt du was? Ich hab. Oh, krass. Willst du dich verabschieden, Ingrid? Dann sag es. Ich lese so schlecht, ich habe original gelesen, Veras Scheidung. ohne Scherz jetzt, ich habe wirklich... Meine ich dachte, sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden jetzt Vera aus den Medien entnommen haben, Vera hat sich geschieden. Das wäre aber wahrscheinlich ein super Vera. Gesprächsthema. Oh. So. Lustig gemacht. Leute, muss nicht immer alles flüssig laufen. Es sind Tage dabei, das ist halt auch live. Wir sind zwar mit der Uhrzeit nicht live, aber wir sind live on tape. Also gerade heute, weil wir unheimlich viel Zeit verloren haben. Ja, hallo. Helge, oh. Ich kann nicht, ich bin in der Fernsehsendung. Helge, sorry, sollen wir rausgehen? Ja. Oder? Nein, hier bei Krömer. Also Helge Kurt Schneider Krömer. Hat jetzt ein wichtiges Telefonat. Wir wollen dann nicht stören. Okay, ich komme nach. Die Karriere gefährdet. Wir verabschieden uns. Mein ganz großer Dank geht an die Ludolfs. manchmal läuft es einfach nicht. Heute war das Semi. Du wirst natürlich, das ist wie bei Domian bei mir. Hinten ist ein Psychologe, der wird dich anrufen und dich wieder aufbauen. Das war's gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute mit dabei die Ludolfs, Sammy Deluxe, Helge Schneider und die Kinder. Komm, wir verabschieden uns. Wir stellen uns in der Reihe auf. Helge, komm. Hallo, jetzt mal. Macht's gut, Nachbarn. Kommt gut nach Hause.